Hier werden sie gepresst. Über 2000 Strohballen für das größte strohgedämmte Gebäude Süddeutschlands. Haus St. Wunibald. Das neue Mehrzweckgebäude der Benediktinerabtei im bayerischen Plankstetten wird neben Gästezimmern auch die Pfarrverwaltung und einen Kindergarten beherbergen. Leben aus dem Ursprung ist das Motto der Benediktiner, die hier in Plankstetten seit fast 900 Jahren leben, beten und arbeiten und sich in all ihrem Tun auf Nachhaltigkeit ausrichten. Sei es durch die ökologische Landwirtschaft nach Biolandrichtlinien, die Selbstversorgung mit Wärme und Strom aus regenerativen Energien oder das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen. Frater Andreas leitet das Bauprojekt Haus St. Wunibald und vertritt die Bauherrschaft. Ja, wir Benediktinermönche in Plankstetten versuchen ja schon seit über 25 Jahren, unsere ganze Lebens- und Wirtschaftsweise in Einklang mit der Schöpfung Gottes zu bringen. Und von daher sind wir auch bei der Sanierung des Klosters, die wir schon seit 20 Jahren betreiben, schwer darauf aus, ökologisch nachhaltig und energieeffizient zu bauen. Und beim nächsten Bauabschnitt, wo es jetzt einen Neubau geben wird, war natürlich die Überlegung, wie können wir hier außer Passivhausstandard, was für uns selbstverständlich ist, hier eine innovative Bauweise vorstellen und umsetzen, die auch zu uns hier mit unserer Land- und Forstwirtschaft einfach passt. Und da war das Holzstrohhaus das naheliegendste. Das Stroh für das Bauprojekt kommt von den Feldern des Klosters. Die im letzten Sommer gepressten Großballen wurden auf dem Klostergut umgepresst in Kleinballen verschiedener Formate. Durch die Qualitätskontrolle der Baustroh GmbH sind sie ein bauaufsichtlich anerkannter Baustoff. Das Kloster Plankstetten ist mit seinem nachhaltigen Bauvorhaben Partner des EU-Projektes Upstraw, das zum Ziel hat, das Bauen mit Stroh in Europa zu fördern und so CO2-Emissionen zu reduzieren. Denn im Gebäudesektor entsteht derzeit ein großer Teil des schädlichen Treibhausgases. Im Rahmen von Upstraw organisiert das Kloster Plankstetten die Veranstaltungsreihe Strohbau erleben, deren Auftakt die Live-Pressung der Ballen war. Heute sehen Sie den ersten Teil des Einführungsvortrags, in dem Benedikt Käsberg, Upstraw-Leiter in Deutschland, zunächst die Entwicklung des Strohballenbaus darstellt. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag Strohballenbau in Deutschland und Europa. Die Anfänge des Strohballenbaus liegen in Amerika. Dort wurde Ende des 19. Jahrhunderts die Strohballenpresse erfunden. Und in einem Gebiet im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, wo es relativ wenig Wald, also relativ wenig Holz gab, große Getreideäcker und wo sozusagen diese Ressource Strohballen dann auf einmal da war. Und die Leute haben sich gedacht, gut, wenn wir es haben, dann gucken wir doch mal, was wir damit machen können und haben damit Strohballenhäuser gebaut, quasi wie wenn diese Strohballen Mauersteine wären. Und es gibt aus dieser Zeit auch heute noch die ältesten Strohballenhäuser der Welt. Die sind über 100 Jahre alt. Ein Beispiel sehen Sie hier, eine Kirche, die es da heute auch noch gibt. Wenn wir jetzt einen Kontinent weitergehen, nach Europa, dann steht das älteste Strohballenhaus in Europa in Frankreich, in Montargis. Die Maison Feuillet wurde von einem Erfinder namens Émile Feuillet in der Konstruktion, die auf dem Bild auch sichtbar ist, konzipiert. Und heute ist das ein Zentrum des Strohbaus in Frankreich, sozusagen ein Treffpunkt für das ganze Land unter der Überschrift Strohballenbau. In Deutschland ist Siebenlinden ein Zentrum für ökologisches Bauen und insbesondere für den Strohballenbau. Das Gebäude, was Sie hier sehen, Stropolis, ist zur Bauzeit 2005 mit 3 Geschossen das größte Strohballenhaus in Deutschland gewesen und ist in der Folge gut angenommen worden. Von den Bewohnern wird heute noch gern bewohnt und ist ein gutes Beispiel. Heute gibt es in Siebenlinden mehr als 15 Strohballenhäuser, einige so groß wie das, was wir gerade gesehen haben oder das, was jetzt hier auf der Folie ist. Ich glaube, sagen zu können, es gibt nirgendwo anders so viele Strohballenhäuser an einem Ort und auch in so vielen verschiedenen Ausprägungen wie dort.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und den ganzen Bogenspann von den Anfängen in Amerika bis zu den Gebäuden aus dem Ökodorf Siebenlinden, dann können wir sagen, der Anfang lag in der lasttragenden Bauweise, so wie man das auf dem Schaubild links sieht, wo die Ballen einfach wie Mauersteine übereinander gestapelt wurden und dann durch die Verputzung auf beiden Seiten die nötige Stabilität in der Praxis hergestellt wurde. Das Bauprojekt in Frankreich, Emile Feuillet, hatte eine eigene Verstrebungskonstruktion. Aber dieses letzte Gebäude, was wir da gesehen haben, Libelle, ist schon in dieser Bohlenständerbauweise errichtet, wo jeweils hölzerne Bohlenständer in ihren Abmessungen genau den Formaten der Strohballen entsprechen und wo man da ein sehr schön harmonisierendes Bausystem zwischen dem Holzbau und dem Strohballenbau entwickelt hat. Und das ist die Art, wie wir heute in Deutschland die meisten Häuser mit Strohballen errichten. Ein baulich herausragendes Beispiel, auch im schieren physischen Sinne für Strohballenbau in Deutschland, ist das fünfgeschossige norddeutsche Zentrum für nachhaltiges Bauen. Das steht in Verden an der Aller. Das ist 2014 erbaut worden und eben in dieser Fünfgeschossigkeit der Beleg dafür, dass man auch im urbanen Bereich mit Strohballenbau an den Start gehen kann. Andere Beispiele für Strohballenbau sind jüngst 2019 prämiert worden von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, die einen Wettbewerb jährlich auslobt, Holzbau Plus. Drei Preisträger sind strohgedämmt. Ein Beispiel sieht man hier, das ist das Sud aus auf dem Gelände der alten Brauerei in Schwerin. Ein Bestandsgebäude, was man da links sieht, kurz vor dem Verlust. Und dann aber gründlich saniert und zu was Ansprechendem Neuen gemacht, mit einer Strohballendämmung außenrum komplett. Ein weiteres Beispiel für einen Neubau, auch im urbanen Bereich, auch in einer Größenordnung noch mal anders oder mehr als ein Einfamilienhaus, ist das Hortgebäude der Waldorfschule Prenzlauer Berg in Berlin. Sage ich mal, einer für die Anthroposophie typischen Kubatur mit dieser Holzverschalung nach außen hin und dahinter verbirgt sich auch eine Strohballendämmung. Kommen wir nun zu dem Leuchtturmprojekt in Plankstetten. Das Haus St. Wunibald, hier in dem roten Kringel, wird als Neubau hinter dem historischen Gebäudekomplex des Klosters an den Hang herangebaut. Die Bauarbeiten haben im letzten Jahr begonnen und am Ende wird da ein dreigeschossiges Gebäude stehen. Wenn man davor steht, über 60 Meter breit, 10 Meter ungefähr hoch und auch ungefähr 10 Meter tief. Ein Leuchtturmprojekt und vor allen Dingen auch eins, was man in der Nutzung erleben kann, weil es 30 Gästezimmer bietet, zusätzlich zu dem, was in der Abtei da ist. Das heißt, wer sich für den Strohballenbau interessiert, kann ab nächstem Jahr hier auch in einem Strohballenhaus im Gästezimmer übernachten. Und so sieht die Baustelle zurzeit aus. Es ist vor allem eine Menge Beton zu sehen. Was es damit auf sich hat, erklärt Frater Andreas. Ja, wir bauen zurzeit einen Verbindungsbau zwischen dem historischen und denkmalgeschützten Altbau und dem Neubau. Und der kommt komplett unter die Erde. Und unter der Erde können wir es halt mal am besten mit Beton und am sichersten mit Beton und am effektivsten mit Beton bauen. Das aufgehende neue Strohhaus, von dem sehen wir momentan noch gar nichts. Wenn das dann gebaut wird, wird eigentlich nur die Grundmauer und die Fundamente aus Beton sein und das Treppenhaus, das uns so auch der Brandschutz ins Stammbuch geschrieben hat, dass die Fluchtwege entsprechend so auszuführen sind. Bei ihrem Großprojekt haben sich die Mönche für eine Bauweise entschieden, die bisher vielen nicht vertraut ist. Frater Andreas berichtet von den Anfängen.
Und da muss man auch Überzeugungsarbeit leisten, angefangen auch erst wirklich im Planungsteam, die natürlich gemeint haben, naja, was das wohl für spinnende Idee ist, was die Mönche da vorhaben. Aber ich bin heute froh, dass das Planungsteam da Feuer gefangen hat, auch kapiert hat, dass das auch für ihre Büros ein ganz tolles Alleinstellungsmerkmal sein kann. Das Haus St. Hunibald ist der größte Strohbau in Süddeutschland im Augenblick und ein Highlight in Europa. Es ist ein Bau, der als Sonderbau gemäß Landesbauordnung gilt, mit der Folge, dass es die höchsten Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen hat. Und in all diesen Besonderheiten ist es gelungen, dieses Bauwerk auf den Weg zu bringen, und es wird jetzt gebaut. Und ich finde, das ist eine enorme Leistung, die möglich wurde durch eine überzeugte und engagierte Bauherrschaft, nämlich die Mönche in Plankstetten, durch den Einsatz natürlich auch vieler Förderer, ohne die das Bauwerk finanziell überhaupt nicht machbar wäre, und den vielen regionalen Planungsbüros und Handwerksbetriebe, die an diesem Bau St. Hunibald beteiligt sind, wo man tatsächlich sagen kann, es klappt aus dem Stand heraus mit den Leuten, die vor Ort da sind. Und aus Ihrer heutigen Sicht, Frater Andreas, würden Sie anderen öffentlichen Bauherrschaften das Bauen mit Stroh empfehlen? Also wir als Bauherr würden öffentlichen Bauherren das sehr wohl empfehlen. Erstens können die zu uns kommen und unsere Erfahrungen abgreifen. Und je mehr natürlich sich da bereit erklären, in diese innovative Bauweise einzusteigen, umso mehr Erfahrungen wird es geben und umso eher kommen wir hier weiter. Was wären die Folgen, wenn insgesamt mehr mit Stroh gebaut werden würde? Natürlich der Klimaschutz, das leuchtet mir als Laien als erstes ein. Ich denke, man kann heute nicht klimaschonender bauen als mit Holz und Stroh. Ich brauche für die Herstellung dieses Dämmstoffs sehr wenig Energie. Dieser nachwachsende Rohstoff ist eigentlich ein Abfallprodukt der Landwirtschaft. Also wir nehmen nicht irgendwie Getreide weg, sondern nur das Abfallprodukt. Der Kohlenstoff wird über die Zeit der Bauzeit oder des Bestehens des Gebäudes gebundener. Also von daher denke ich, eine runde Sache, und der Klimaschutz ist heute in aller Munde. Welche Vorteile hat es für Sie, dass Sie mit Ihren eigenen als Baustoff ausgewiesenen Rohstoffen bauen können? Ja, natürlich ist uns wichtig, unser eigenes Holz und Stroh zu verwenden. Insbesondere, das ist Biostroh. Wir möchten also hier kein konventionelles Stroh verwenden, das entsprechend schon mit Chemie behandelt worden wäre. Es geht uns auch um die Regionalität, um die kurzen Wege. Und ich denke, das ist nur das i-Tüpfelchen auf dieses ganze Projekt. Um die Baustrohballen auch vor Ort aus den eigenen Großballen produzieren zu lassen, wurde die frisch entwickelte mobile Umpressanlage der Firma Sonnenklee aus Österreich zum Kloster gebracht. Wie es zu der Entwicklung der Maschine kam und wie sie funktioniert, erklärt Reinhard Appeltauer, der technische Leiter der Firma Sonnenklee. Naja, die Idee war, dass man mit der Technik zum Kunden, zum Aufkommen des Strohs kommt und nicht unbedingt jetzt das Stroh, das man dann als Dämmstoff verwendet, quer durch das Land transportiert. Das war eigentlich der Grundgedanke dafür. Im vorderen Bereich der Anlage werden die Ballen aufgelegt, also Quaderballen, wie wir sie im Hintergrund sehen, oder auch Rundballen, je nachdem in welcher Form die Strohballen eben vorhanden sind, und werden im Prinzip aufgelöst. Der nächste Punkt, das wäre das rote Gerät, ist eine Strohreinigungsanlage. Dort wird der Stroh aufgelockert, von Staub und Fremdkorn, also Restkornanteil, noch befreit. Das heißt, wir haben dort noch eine Reinigungsstufe eingebaut. Hier vorne der schwarze Kasten, das wäre eben die Staubabsaugung, damit eben dementsprechend auch die Arbeitsbedingungen optimal sind und der Feinstaub gleich aus der Luft eben gefiltert wird. Ja, und dann kommt es im Prinzip in den ursprünglichen Pressbereich. Diese Presse kann eben, wie gesagt, unterschiedliche Ballenformate herstellen, drei unterschiedliche Ballenformate, und natürlich ist die Ballenlänge auch elektronisch stufenlos verstellbar. Stroh ist in Deutschland seit 2006 bauaufsichtlich als Baustoff anerkannt. Deutschland gilt als ein Land mit vergleichsweise strengem Baurecht und ist für seine Forschung zum Thema fachgerechtes Bauen mit Stroh international bekannt. Die Standards der Bauweise sind in der Strohbaurichtlinie des Fachverbands Strohballenbau dokumentiert.
Das Verhalten des Baustoffs Stroh ist inzwischen umfassend erforscht und belegt. Wir haben Nachweise zu Brandverhalten, Feuerwiderstand, Wärmeleitfähigkeit, feuchtetechnisches Verhalten, Schallschutz und können auch die Passivhaustauglichkeit belegen. Damit sind wir eigentlich aufgestellt, um loslegen zu können. Und wenn wir vielleicht vor 10 Jahren gesagt haben, wir glauben, dass das funktioniert, dann waren wir zuversichtlich. Und heute können wir eigentlich ziemlich gut sagen, wir wissen schon ziemlich viel, was funktioniert und können damit loslegen. Die Benediktiner haben bereits losgelegt. Wir fragen nach, was Ihr Wunsch ist an Bauherrschaften, die heute darüber nachdenken, private oder öffentliche Gebäude nachhaltig zu bauen oder zu sanieren. Was uns natürlich hier als Mönche von Blankstetten sehr wichtig wäre, dass wir hier als Vorbild wahrgenommen werden und dass mit diesem sehr großen Strohhaus, das wir hier bauen, ein Ball ins Rollen kommt und wir hoffentlich in 10 Jahren mehr Holzstrohhäuser haben als jetzt. Und ich wünsche mir einfach, dass hier Offenheit in unserer Gesellschaft wächst für diesen innovativen Baustoff. Im nächsten Podcast zum Thema Strohbau erleben erfahren Sie, warum Feuer, Feuchte oder Mäuse einem fachgerecht erstellten Strohballenbau nichts anhaben können. Sie erhalten weitere Informationen über die Produktion und Verwendung von Baustroh und lernen mehr über die Vorteile dieser Bauweise für den Menschen und die Erde. Wenn Sie mehr wissen möchten, informieren Sie sich auch im Internet unter www.baumitstroh.de.